Alles klar. Kannst du kacken, du Hässlon? Nee. Mann, ich will kacken, bitte, lass mich. Bitte lass ich mich will kacken. Es rauslassen! So, ich bin ready. Allerdings kann ich nicht scheißen. Ich auch nicht. Willkommen zurück bei Ark. Ja, Arsch. Ja, heute Arsch. Ohne Code. Ohne Code, aber mit viel Scheiße. So möchte ich das mal sagen hier, weil es ist richtig scheiße, was hier gerade passiert. Ja, oder ihr wisst nämlich gar nicht, die ganze Woche versuchen wir diesen Huren... Also, anders. Ja, wir haben gemerkt, die Mods gehen alle nicht, weil die alle... Oder nicht richtig, weil die alle übertrieben outdated sind. So ist es. Also, ich dachte wirklich, weil ich folge ja Ark auf Twitter und die retweeten die ganze Zeit, ja, Mod-Contest hier und Mods da und so. Und da dachte ich, ja krass, lass doch mal mit Mods spielen. Und dann haben wir halt ein paar rausgesucht und ihr habt uns welche empfohlen, dann haben wir die draufgeklatscht und gut ist. Gute Aber Welt. Jetzt haben wir mal geguckt, ob die überhaupt geupdatet sind, ne? Und die sind halt im Dezember, Oktober oder so. Sind sie nicht? Das letzte Mal geupdatet worden. Ja, und dann haben wir geguckt, okay, gibt es vielleicht Alternativen? Und dann habe ich gesehen, dass es überhaupt kaum Mods gibt. Das ist übel es gibt kaum Mods lame. Für Ark. Ja, ist echt gut. Also ein gutes Spiel, Props also, an alle. Weil ich muss ja sagen, Ark ist so ein Spiel, was man übel gut, also in der Theorie vom Spiel her modden kann, oder nicht? Ja, theoretisch schon, machen aber nicht viele. Warum? Weil es ständig aktualisiert wird und die wahrscheinlich keinen Bock haben, dran zu bleiben. Ja, und das bringt mich auf eine... Also folgendes, wir haben jetzt alle Mods ausgestellt. Alle. Wo ist es? Ah nee, Small Drinks ist noch an, oder? Nee, wir haben jetzt nur noch Valhalla als Mod. Quasi gut. Die Map hier, die wir spielen. Ja. Weil uns das alles übel auf den Hoden gegangen ist. Weil so. Wir jetzt auch 80 Anläufe gebraucht haben, um aufzunehmen. Nee, ja, geht gar nicht. So, jedenfalls. Jedenfalls habe ich mir gedacht, komm, frasse einfach mal, denn... Falls jemand da draußen von unseren zahlreichen Zuschauern leidenschaftlicher Modder ist, wir brauchen unbedingt Narkotics. Naja, ich habe gleich Narko-Bären genug, ich sammle hier gerade schon Bären. Gut, dann sammle ich mit der Hand. Hand. Dann, zum Beispiel, ich kenne mich nicht aus, aber ich würde mir vorstellen, dass ein Stack-Mod jetzt nicht so krass kompliziert ist. Also, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also es gibt schon was, glaube ich. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Also falls ihr einfach Bock habt, zum Beispiel einen Stack-Mod zu entwerfen, ja, wo wir einfach 500er Stacks oder so nehmen können oder bla. Und ihr bleibt dran, ja, dann schreibt uns auf Twitter mit dem Hashtag ArkArsch. Und auch bitte Arsch. Jetzt nicht irgendwie... ich habe einen Hashtag geschrieben. Das Hashtag, den Hashtag oder das. Den Hashtag Verhurensohn. Nee. Bitte nur Leute, die da auch, also wenn ihr einen Link habt oder ein Bild oder ein Video, wo so, ihr das da. Okay. Zeigt, dann, ne, wir ja, beobachten genau. Den Hashtag, weil das wäre noch eine Idee. Oder generell, ach, ja. Ihr seid Modder und fühlt euch jetzt angeregt, etwas, ja, einen Mod zu machen, den wir vielleicht verwenden, so ist es. Weil wir den halt konstant hier zeigen und, aber... Ja, es ist halt wichtig. Ihr versteht das, glaube ich, schon. Also, das ist ganz gut erklärt. Genau, es ist halt auch wichtig, und das ist der Hauptpunkt, dass ihr auch bereit seid, dann wirklich mit jedem Patch das Ding zu updaten. Oh, und das ist, glaube ich, die größte Kacke. 400 Akkubären. Haben wir Fleisch? Ansonsten wird dann einfach Staffel 2 jetzt auf Valhalla laufen. Ich meine, es gibt ja auch von Ark aus genug Sachen, oder Marcel? Neue Sachen. Ja, also ich muss sagen, seit Dodo Wars alleine sind schon wieder so viele Sachen dazu gekommen. 9 oder 12 neue Viecher ja, seitdem, irgendwie sowas. Die wir nicht gesehen haben. Und wir haben halt noch nicht mal die alten alle gesehen im Let's Play. Also ich persönlich habe im Norden quasi nur das gesehen, was wir bei Dodo Wars am Ende hatten. Das stimmt, das ist ja offline nie so... Ja, ich habe auch noch nicht einmal ein Giga oder sowas gesehen. Also der T-Rex war da das höchste der Gefühle oder der Spino. Ja. Also wir werden noch genug Sachen haben. Du meinst der T-Rex, den wir mit Level 20 gezähmt haben. Genau, weil wir geil sind. Genau. Oder den Spino, den wir mit Level 25 gezähmt haben. Ach ja, bei Dodo Wars. Ja, ach, das ist eine gute Zeit gewesen. War eine schöne Zeit. Und hier werden wir auch eine schöne Zeit haben. Und wir haben, und die Map, allein schon die Map. Ja, wie die Map erkunden hier, das... Ja, die ist halt riesig, so. Ja. Aber wir holen uns dann ja auf Flugdinos, dann geht das. So, wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir brauchen Fleisch. Für. Ich habe 5 Narkotics. Ja, dann gehe ich jetzt... Du sammelst weiter Bären und ich gehe mit dem Raptor... Oh, fuck, ich habe einen Raptor. Ich gehe mit dem Raptor los und hol Fleisch, ja? Ja, warte, ich tue dann die Bären, die ich habe, weil es sind... Oh Gott, Alter, ich habe so viele Bären. Ich habe 5 in... Ja, aber auch Narkobären? Ja, 400 habe ich mittlerweile.
So, ich kann aber noch weiter sammeln und die... Ach ja, ich kann ja wieder nicht mich bewegen. Doch, kann ich. Kann ich bewegen? Oh mein Gott. Was ist passiert? So, ich tue jetzt die ganzen Kackbären, die ich habe, in den anderen Lappen hier rein. Jetzt friss ihn. Geht doch. Tu ihn da rein. Oh, ich tue einfach alles in den Jungen. Essen. Komm mal. Björkwin. Ah, ne, ich bin Björkwin. Ne, ich bin Pedersen. Meinte auch den. Die glitschen dann immer so weg, wenn man sie gekillt hat. Schön. Die Schöne und. Da hast du den neuen Trailer gesehen? Schön und das Biest? Nee. Interessiert dich nicht. Nee. Okay. Sag mal, hast du eigentlich das Dschungelbuch geguckt, den neuen Film? Nee, nach deiner Kritik. Alter. Ich dachte mir das eigentlich schon, weil. Warum? Ja, aber was ich nicht verstehe, übel viel feiern den ja. Ja, ich werde ihn mir noch angucken, um meine eigene Meinung zu bilden, aber frühestens, wenn die Blu-ray rauskommt. Also den gucke ich mir definitiv nicht im Kino an. Nee. Ich habe wirklich Herzschmerz gehabt. Aber ich meine, es liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach die Alten noch so mit meiner Kindheit verbinde, weißt du? Und das ist ja eh immer so ein Ding, wenn Altes aufgebauscht wird, dass also dann die... Die Schöne und das Biest wird ja jetzt auch ein Remake gemacht, allerdings klingt das sehr vielversprechend. Aber weil, ist das auch wieder in der gleichen Art? Nee. Also wie in der Art. Animiert? Nee, mit echten Personen. Also diesmal jetzt... Aber das ist halt, sagen wir mal so, man kann besser Schön und das Biest mit realen Personen neu machen, als das Dschungelbuch, wo nur Tiere und Mowgli sind. So. Ja. Deswegen allein die Idee schon, so, weißt du. Schön und das Biest sah, also der Teaser sieht richtig nice aus. Und halt Emma Watson als Belle, ne, als Hauptdarstellerin. Aber also was ich auch bei Dschungelbuch ganz, ganz schlimm fand, waren halt die Synchronstimmen. Oh Gott, so, weil, keine Ahnung, wenn du an Baloo denkst, ja, probierst du mal mit Ruhe und Gemütlichkeit, da hast du instant seine Stimme im Ohr, ne? Und wenn dann einfach so ein fetter Speck, schwarz-braun Fickbär auf einmal redet wie so ein Stoneboy, Alter, der 2 Kilo Hasch am Tag kifft, dann hast du halt instant keinen Bock mehr auf den Film. Ja gut, dafür müsste man sich den jetzt nochmal in Englisch angucken, ob das jetzt wirklich so schlimm ist, weil Bill Murray hat den ja im Original gespielt und aber ich verstehe schon, was du meinst, wenn du so den, die Klasse, also wir als Deutsche alleine schon. Du verbindest ja die Charaktere mit der Stimme so. Genau, und die Stimmen auf Deutsch sind dann wieder anders. Hier bei Misfit haben sie doch jetzt in der einen Staffel komplett neue Darsteller, oder? Misfits? Schauspieler. Ja, oder die haben ab Staffel 3 oder 4 haben die komplett den Cast gewechselt. Ja, das ist richtig zum Kotzen. So in etwa ist das, also nicht genau so, aber so fühlt sich an. Das ist einfach, du denkst hier, Alter, sind die retarded. Das stimmt. Und gerade bei Dschungelbuch, Alter, mit den Songs mit King Louie und so. Das ist ja das Ein und Alles. Das ist ja. Fuck! Der ist ein Albino T-Rex. Wo bist du? Alter, ich wusste es. Okay. Er kommt zurück. Da ist, ja, weil, wie gesagt, wir haben die ganze Woche versucht, diesen Fix-Server und die Mods und alles in Gang zu kriegen. 2.5 war normal, oder? Oder Gamma 2.8? Wir hatten immer 2. Keine Ahnung, immer mit 2. Ich hab 2.5 genommen. Ja, der kämpft dann gerade gegen Bronto. Oh Mann, Alter. Okay, ich glaube, ich bin noch eine Weile weg von dem Arsch. Ja, komm einfach auf Hürde. Ja, ich tausche mal eben hier. Wir brauchen jetzt wirklich schnell Narcotics. Oh, Weihnachten. Ja, auch. Hast du Fleisch genug? Bald. Bald? Ja. Ich habe schon zerlegt und es gammelt, aber... fängt an. Brauche ja mal eine Weile. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist, ob ich den T-Rex lieber im Auge behalte. Alter, du bist, glaube ich, richtig nah dran. Der ist ja! No, da ist er! Der andere Bronto ist, glaube ich, jetzt auch auf ihm. Oh, ein Bronto hat er. Scheiße. Oh nein. Jetzt frisst er sich wieder voll und levelt der Hurensohn. Yuppie, du. Scheiße. Komm, ja, notfalls locke ich den mit dem Raptor, glaube ich, weg. Alter, ja gut, das kriegen wir. Wir sind ja alte PvP-Hasen. So ist es. Häschen. Wobei, Alter. Kappa Kebab. Alter, der Bronto wird jetzt richtig geil Fleisch bringen, ne? Wenn wir den jetzt so holen. Hä? Baut der den nicht ab? Nee, der greift jetzt. Lol, der Adler. Der Adler hatte ich immer. Ich hab Hurensohn-Move. Was für ein Pisser, Mann. Wartet, bis der Arsch da den. Ja, geil. So, wir haben jetzt 700 Bären. Ich glaube, das sollte reichen. Narko-Bären? Ja. Wow. Okay. Dann, alles klar. Ja, dann behalt mal die Beine im Auge, weil wenn die zu krass droppen, bevor das Fleisch gammelt. Obwohl. Warte mal, wo ist denn der? Der kommt, oh Gott. Was, er kommt? Komm. Ja, nicht zu uns direkt, aber warum kommen die Arschlecker nicht? Kommt ran! Ich hol die mal weg da. Der ist im Wald!
Ja, da wo ich gerade war, ey. Ich bin gut, dass ich jetzt hier bin. Alter Schwede. Ich guck mal, das Fleisch ist gut in... Ist gut. Und in das ist gut. Wie lange sechs, brauchen wir? 6,5 Minuten. Einer? Ach du Scheiße. Oh, jemine. Wo ist der? Lol, der rennt ins Wasser. Der ist ins Wasser gefallen. Der dumm? Der folgt den scheiß Parasaurus bis ins Wasser. Ja, jetzt alles badet klar. Der Hurensohn. Ja, vielleicht ertrinkt er. Dann haben wir ganz viel Pride-Meat. Kappa Pride. Ja, Entschuldigung. Kappa Klaus. Was? Pride? Ich sag gerade ultra viel Kappa Klaus und Kappa Pride, weil ich dieses Twitch-Chat-Gedödel übel gestört und behindert finde. Ich finde Kappa schon. Nein, pass auf, es gibt ja Leute, die reden in Twitch-Emotes. Ja, oh fuck, ich verhunger! Lol, Bären, schnell! Ey, pennig du nicht gleich so, Alter. Entschuldigung, mach weiter. Ja, es gibt Leute, du kennst ja, wie man so umgangssprachlich da mal irgendwie ein Kappa oder. Ja, Kappa. Es gibt ja Leute, die das in ihrem Sprachgebrauch etabliert haben. Genau. So, das ist, ja, es geht ja noch, ne? Aber jetzt gibt es echt zunehmend Leute, die dann irgendwie, ich sehe es immer auf Twitter, bla bla bla, PogChamp. Bla 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 bla, Bible Thump. So, diese ganzen Standard-Twitch-Emotes, weißt du? Es gibt ja mehr als Kappa. Alter, da denke ich mir, Alter, sind das Gestörte oder was? Ich kenne auch Leute, die Feels Batman-Sachen sagen und so. Ja, aber das ist ja kein Emote. Ist das nicht ein Emote, dieser Frosch? Oder? Oh, der T-Rex. Okay. Er kommt so langsam wieder zurück. Ja, ich hoffe, er nimmt sich da einen Bronto vor. Wobei, der Bronto ist übel nah. Ja, und... Oh, zieh mal hier alles ein bisschen hierher. Auf den Bronto. Ja, okay. Ja, der Bronto ist groß. Ich ziehe die alle mal ein bisschen mehr hier. Ja, besser. Ja, Alter, also früher oder später... Also entweder wir hoffen, dass er abhaut. Lol, er rennt gerade vom Bronto weg. Wollen wir irgendwie versuchen... Ah, warte mal, ich wollte gerade sagen, das kenne ich, ich hab schon wieder Spotify an. So, was willst du versuchen? Jetzt Hero Mode. Alter, du bist aber echt mutig. Oh, lol, einfach... der Bronto hat lass ihn erst kämpfen, was rennst du da? Der wird der frisst den ja instant. Meinst du für Fleisch? Na gut, dann ballern. Vielleicht kriegst du ein Level. Welches Level ist der überhaupt? Scheiße. Alter, die Musik. Die passt da perfekt zu. Hast du andere Musik? Er ist blutig. Ja, ich hab meine Playlist an. Boah, ich muss jetzt erstmal Ausdauer regenerieren. Hast du Pfeile? Nee, ich hab gar nichts mehr. Ein 10. Die Idee. Ja, Mann, ran. Boah, jetzt ist aber echt blutig. Mann, er frisst sich halt instant wieder voll, wenn er da durch ist, der Wichser. Ah, jetzt könnte ich dran, weil er ihn verfolgt. Scheiße. Holen dir. So, er rennt weg. Rennt er weg? Geht er zu dir, oder? Nee, der haut ab, ne? Der haut ab. Hä? Ist angeschlagen. Oh, ist er hinter mir? Leck, ja, er ist hinter dir. Verfolgt er mich, oder rennt er vom Bronto weg? Nee, er rennt vom Bronto weg. Lol. Okay, jetzt geht der Bronto wieder hemp. Oh mein Gott, ran! Warte, nee, ich hab nicht genug Ausdauer. Ich muss ein bisschen chillen. Den Bronto, der Bronto will jetzt wissen, Mann. Der will es wissen, Alter, wie er da... Junge, halt dich doch erstmal. Scheiße. Und Schüssi, rein ins Vergnügen. Aber, früher oder später, sag mal, wenn der Bronto tot ist. Ja, dauert nicht mehr lange, doch zwei Happen wahrscheinlich. Scheiße, ey. Jetzt. Ist tot, ja. Achso, du willst ganz schnell den Bronto abbauen, oder was? Ah, ich komm nicht rum, weil der Hals mich blockt. Was? Ich häng fest! Ja, jetzt zu spät. Ich baue noch ab, ey. Und weg. Hau ab. Und nicht hier hin. Am besten durch den Wald in die andere Richtung. Was ne Scheiße. Der Wald ist mein Zuhause. Du Fickschnitzel. Home sweet home, du Hurensohn. So, was machen denn unsere Lappen hier? Wo ist er denn? Ist er im Wald? Warte, ich bin grad... Er ist am Wasser. Oh. Hä? Und beißt gerade was. Ja, ich hab Prime Meat, ne? Aber bringt ja nichts. Ja, aber das vergammelt schneller. Ja, der Scheiße, der kommt übel nah! Hier, nimm mich! Du hier, nimm mich! Oh, Junge. Hau ab! Der Bronto hier. Ja, ich hab ihn. Leute, er ist langsamer als ein Raptor, gut. Sehr gut. Ja, guck mal hier, ein Ficker. Schön. Ja, nimm mich, ich bin lecker. Nimm mich, ich bin lecker.
Ja, warte mal. Oh, hängt ja am Baum fest. Vollidiot. Das Fleisch hattest du komplett mit, ne? Hallo, hier bin ich, du Wichsgeburt. Das ist aber nett von dir. Ja, ich, aber wenn es gammelt, komme ich rum. Hallo, hier. Ja, wir müssen uns nicht beeilen. Er hängt an Stein fest. Ach, warte, ich kann den Ficker noch einfach die Narkobären geben. Ja, sag ich ja, wenn die zu tief droppen, notfalls die. Alter, die habe ich ja voll. Ja, wir haben so viele und die kriege ich auch so schnell wieder. Alter, der, aber der sieht übel geil aus, der Albino Rex, ne? Ja. Übertrieben geil. So, machen wir jetzt mal. Junge, jetzt hier. Komm doch ran hier, du ficke Burde auf zwei Beinen mit Krüppelspastik. Billy, Billy, Bulli. Kleiner Kackhaufen. Jo, jetzt mach halt da so ein Wichsvieh an, Mann. Was hat der dir getan? Narkobären. Wobei der schnell, ne? Der rennt ihm doch weg. Na, er hat keinen Bock mehr. Hier, hier. Hier. Hallo. Hallo. Sönke. Hier. Hallo. Ist der dumm? Ja, wahrscheinlich. Ja, auch nochmal schön rein. Ja, nein, nicht dahin. Das ist. Der vor mir weg, Alter. Ist der gestört? Jetzt. Komm, ich hab dich. Hey, der rennt weg vor mir. Ja, du bist ja auch. Ja, jetzt haben wir mal Rolle getauscht, du Wichser. Macker Spacker. Ohne Witz, der rennt einfach. Okay, er dreht. Wohin überhaupt? Ja, wir sind nicht weit weg. Ah, da. Oh, Insekten. Nimm doch den T-Rex. Ja, die wissen, was sind die, du lieber nehmen oder lieber nicht nehmen. Jo. Ah, doch, jetzt. Nee, Dodo nee, oder nee, was Dodo. Ist ich lock ihn weg. In Wald. Ja, hallo, nein, nicht der Schnelle. Hier. Oh, nicht der Schnelle. Du scheiß Wichser. Oh, oh. Jo, okay. Der Schnelle. Loch, ja, perfekte Richtung. Ja, pass auf hinter den Adler. Mal gucken, wie lange der dumm dem... Jetzt geht er wieder ja zu dir. Ja, aber ich lock ihn weiter rein. Das ist ja kein Ding. Ich achte auf Ausdauer. Nee, was macht er denn jetzt? Okay, ja, ich geh erst, ich komme erstmal wieder zu dir, weil das Fleisch ist durch. Oh, sehr gut. Durch ist durch. Ich habe die jetzt schon mit Narcos gefüttert. Narco okay, er ist jetzt erstmal wieder ein bisschen weiter. Also früher oder später müssen wir entweder weiter oder sollten weg wir vielleicht, ja. Das war keine gute Idee, jetzt hier unbedingt einen zu ja, ich habe halt zählen versucht, eine Möglichkeit war, den zu töten. Aber, so, warte. Boah, ey, wahrscheinlich sind die Viecher fast fertig gewesen und die hatten zu wenig Bären oder so. Echt ärgerlich. Oh, oh, der kommt! Was? Ja! Ey, du musst hier... Ich hab keine Narkotics gelernt, hä? Hast du Narkotics? Egal, ich einfach rein, ich mach das schon. Hast du nur auf der Tape? Ah, ich hab das safe. Ich hab das safe. So, oh, alle. So, jetzt erst mal wieder... Ich lenke ihn weiter ab, ja? Ja. Hallo! 43, sehr gut, okay. Ja, du musst dich jetzt um die Viecher kümmern. Ja, irgendwie. Ich mach hier die ganze Zeit schon. Ich um den Hurensohn. Der Hurensohn! Welches Level war der eigentlich? Weißt du das? Der T-Rex? Ja. Ja, keine Ahnung, du warst an dem dran. Ich habe kein Fernglas leider. Demnach. Oh Leute, da waren Insekten. Außerdem. Mach doch die Ameisen weg. So, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen füttern, aber ich glaube, die. Ah, die brauchen halt wieder ewig, die Viecher. Wir haben 10 schon auf. Was hatten wir? Auf 4? Auf 2, 3? Hier. Ja, nicht der, ich. Ob McDonald had a farm. Ich glaube, Level 16. Wenn ich, lol, er greift mich einfach nicht an, wenn ich... Jawohl, der... Lol, geht der... Hä? Mann. Also übelst der Drecksjob. Eieiei, der Coco-Jumbo-Junge. Ja. Ja, ja, oh Gott, er kommt. Er will wahrscheinlich eine Bronto anficken. Level 16. Okay. Ich hau ihn und er rennt vor mir weg. Das kann doch nicht sein. Jo, jetzt kassierst du, Bruder. Was macht der Junge? Und versuch dir mal nebenbei Pfeile zu craften, ganz viele. Dann können wir den von oben vom Stein aus machen. Ja, okay. Warte. Dann muss ich ein bisschen Ressourcen farmen. Dann schicken wir ihn zum Bronto und ballern den ab. Und los. Na, du ficke Sicht. Wobei, ich hätte den echt gern geschämt. Ich kann nur Narko-Pfeile. Aber der Bronto prügelt den. Das ist schon Level 20? Ey, lass den zähmen, du ficke Sicht. Ohne Witz, da oben vom Stein. Da können auch gerne alle unsere Trikes drauf gehen. Ist doch mir egal. Oh, oh, was? Jetzt geht er auf den Bronto. Oh, er schreckt mich nicht, die scheiß Schildkröte hier. Pass auf! Was ist das denn? Alter, Marcel! Was macht der? Ja, was machst du denn? Alter, du sollst... Hier, okay, gut. Ja, was mach ich? Ich bring die mal zum Wasser hier alle. Du lockst die zu mir und sagst, was nein, er ist du, auf den Bronto, er ist auf den Bronto gegangen, da konnte ich nicht... Ja. Alter, er ist jetzt Eberhard so nah. Ja, Mann. Scheiß mich an.
Ballet. Warte, ich bin jetzt Level... Sammel jetzt weiter hier scheiß Feuerstein, damit wir Pfeile machen. Level 26, ja easy. Was? Ja. Aber ich bin auch schon Level 20, lol. Ja. Wie viel haben wir denn schon gespielt, Alter? Ich kann schon Eisen, aber nicht jetzt. Wir müssen erst unser Raptor-Problem. Ich versuche noch einmal dann zu töten. Ja, okay. Guck mal, er rennt gerade wieder weg. Weil ich ball auf Feuerstein hier. Obwohl 10 wäre eigentlich... Da müssen wir uns bald aber auch mal eine schöne Stelle suchen für ein Haus, damit wir mit... ja, wenn wir den T-Rex haben. Dann machen wir das. Okay, kein Problem. Das ist auch die richtige Reihenfolge. Spawn. Ja. T-Rex-Haus. Axt machen. T-Rex zähmen. Haus bauen. Leute, warte mal, ich hab... Ja, das ist einfach übelster Team Claro-Swag. Ja, das Team sowas machen nur wir, weil wir so gestört sind. Aber das ist Sneaky Tactics. So ist es. Und du brauchst halt Mut. Und Mem. Kappa Kebab. Und Kebab. Kebab brauchst du aber auch. Sonst geht das nicht. Kebab ist gut. Oh Gott. Kebab ist Wie sieht's gut. aus mit Pfeilen? Ja, ich bin gut dabei gerade. Nur ich krieg hier kein Feuer. Ah, jetzt krieg ich wieder Feuerstein. Vier. Ja, dann. Ich versuche ihn weiter wegzulocken, ja? Ja. Scheiße. Brauch halt noch ein bisschen, ne? Ist wieder halt übel, ne? Damit wir genug haben. Also ich brauche ja mindestens 50 normale Pfeile, damit wir 50 Narko-Pfeile haben. Können wir die Narcotics komplett verballern, die wir haben. Alter, warum kommt denn hier nur Stein? Juhu! Hüdelü! So, 52 Feuerstein, was brauche ich? Jetzt geht der auf die Schildkröte. Fasern. Oh nein. Okay, Mann, ich muss noch mal in den Wald. Am besten nicht in den Wald locken. Die Kröte verjagt den. Nee, der geht auf mich. Hä? Nee, die verjagt ihn. Die Kröte? Er guckt so richtig ängstlich nach hinten. Die Kröte einfach hinterher so. Komm, Bro, come with me. Ja, Junge, das ist eine Schildkröte. Da musst du Respekt vor haben, Junge. So. Wie viele Pfeile hast du? Ich muss jetzt erstmal 50 Fasern sammeln. Dann hab 113. 50 Pfeile. Echt? Okay, dann komm mal zurück. Oder ach, da bist du schon. Dann kann ich nämlich 50 Pfeile machen und dann gebe ich dir die und dann machst du 50 Narko-Pfeile. Ja, ich tue alles in. Ja, ich tue das in Raptor. Mhm. Okay, perfekt. Und. Nee, nicht. Hä? Fehlt denn jetzt? Stroh. Oh lol, hast du noch Stroh? Ja, das geht ja easy. Einfach mit der Spitzhacke zum Baum. Hast du rausgenommen hier? Ja. Ja, aber ich glaube, wo ist der andere Trike? Da hinten. Ich glaube, da war auch noch 100 Stroh drin oder so. Okay, da hinten ist der T-Rex. Da. Ach, ja, soll ich nochmal irgendwas farmen? Lass mich ganz Flint braucht man immer, oder? Ja, Flint ist eine gute Sache. Ah, hier ist genug Stroh. Okay, ich kann 51 Pfeile machen. Okay. Ja, wir brauchen ungefähr, ich glaube, so 80 sind wir safe. Ja, dann brauchen wir aber mehr Narkotik, also mehr Fleisch. Ja. Ja, stimmt, scheiße. Okay, der T-Rex macht da hinten. Oh Gott, wenn wir das schaffen, Mann. Das kommt halt drauf an. Also, wir haben ja auch viel Steine, oder? Wie viele Steine hast du so? 15. Du hast dich gemutet. 15. 15. Okay, ich habe genug. Oh, lol. Sind die Dinge fertig? Ja, ich hab schon 15. Warte, ich nehme nochmal alles. Die Pfeile rein. Oh, lol. Ich hab sogar 4. Ich einfach alles in Raptor. Ja, nice. Nochmal ein Level ab. Dann baue ich jetzt 23. Den Rest könnten wir mit Stein machen, ne? Okay, so. Warte, Stein, wann ist mein Gammelfleisch ready? Oder es dauert nur 8 Minuten? Das ist meine scheiß Flitsche. Ich würde sagen, bis Ende der Folge bereiten wir alles vor. Nächste Folge versuchen wir ihn zu zähmen. Das ist eine gute Sache. Ich hab schon wieder keine. Wie heißt die Flitsche nochmal hier? Kannst du nochmal. Hä? Hier, Steinschleuder. Die hab ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Leder, Holzfasern. Was soll ich? Ich hab die auch nicht mehr. Mach mir bitte einen Kakao. Richtig. Alles klar, mit oder ohne Sahne? Richtig, mit Marshmallow. Oder sehr delikat, ne? American Style, ne? Lecker. Ja, was dann macht der Raptor? Der Raptor? Ach, der, du meinst den T-Rex? Ja, der T-Rex ist gut. Ja, ist ja ein bisschen größer doch, das Exemplar. Ja. Ein sehr schöner. So, der T-Rex, der läuft im Kreis und kommt jetzt in Richtung und... Oh. Er sagt rechtzeitig Bescheid. Er dreht sich halt die ganze Zeit im Kreis, ist der dumm? Ja, vielleicht sind Insekten an ihm dran. Ah, das kann sein. Was ein Loser. So, hier ist alles gut. Was ein Loser. Du kannst nochmal Narkotikbären sammeln. Wenn du nichts zu tun hast. Haben wir nicht noch genug? Egal, schadet doch nicht. Oh, okay. Oh, ist okay.
alles auf dem Weg. Und es ist dumme Zeit. Schwer und frei. Oh. Was hat denn hier für ein Lappen? Wer lacht? Hurensohn. Hurensohn. Oh, hier rein. Dann hier rein. Lol, was hat die denn? Steinfundament? Er kommt näher. Nicht gut. Das ist dein Job, ne? Ich werde mich jetzt nicht so... Ich tu erstmal die Dinos zur Seite tun. Lol, nee, den brauche ich doch. Ach so. Oder, ah nee, dann sind sie alle. Dann ist egal. Komm, nee, jetzt sag an. Also ich schütte gerade um, dann zieh ich die jetzt auch weg. Ja. Dann sollen die jetzt hier rüberkommen. So läuft das im Business hier. So, was macht er jetzt? Ja, er dreht um. Sehr gut. Ich drehe um. Oh, Leute, Dilo, hier musst du aufpassen, Alter. Der war neben Eberhard. Lol, Loser, ey. Aber ja, totaler Loser. Voller Loser, Junge. Abgelost. So, reicht das jetzt mal hier? Ich möchte jetzt mal... Was ist jetzt los, Alter? Ja, übel die Diesig. So. Dr. Diesens. Warum hast du denn hier 40 Narkobären drin? Weil ich die vorhin gefüttert habe damit. Oh, scheiße, gegen Adler könnte er tatsächlich verkacken. Der dreht sich schon so dumm. Naja, wenn er verreckt, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ist nicht schlimm. Besser, als wenn er all unsere Viecher auf dieser Welt tötet. Ja. Soll ich dir auch eine Slingshot machen? Ja. Es ist okay. Oh, alles auf dem Weg. Das ist dumme Zeit. Und deine Mutter schreit. Oh, hi, schreit die. Und Mensch. Hast du mal ein Mann? Sehr gut. So, hier. Ach nee, war die Steine noch. Behalt bitte den Raptor im Auge. Den T-Rex, Alter. Aber sag ich immer Raptor, Alter. Ich unterschätze den einfach. Ja, du erschätzt die Gefahr, aber der ist gerade den Adler am... Ich glaube, der verkackt gegen den Adler. Ich glaube auch, das sah nicht gut aus. Wobei, jetzt haut er ab. Hä? Was? Ach, keine Ahnung. Ja, er rennt halt weg, wenn er zu beschädigt ist. Ich bin ab jetzt wieder im Wald. Ach, du kommst da gerade, ne? Ja, okay. Ja. Oh, mein... Oh, schön. Lass richtig, mal kacken hier. Richtig Saft am Rücken. Geil. Das liebe Junge. Ey, ich glaube, er hat den Adler gemacht. Das ist ja überwältigend, ey. Das ist überwältigend, ey. So, ich habe noch eine Slingshot für dich gemacht. Ich leg die mal... Ich liebe dich. Geil. In Silke, ja? In Silke? Nice. Dieter nicht. Dieter nicht. So. Nummer 7. Oh, und den Bogen muss ich reparieren. Da brauche ich Fiber für. Fiber! Oh lol, verpiss dich. Oh, nee, jetzt fickt der wieder den Adler. Was ist denn da los, Alter? Der Junge hat einfach nichts zu tun. Ey, brauch mal ein bisschen Internet oder was weiß ich. Fiber! Soll mal Overwatch spielen. Ich bin wieder deine Mutter. Die Mutter ist weg. So, Ausdauerladen. Also manchmal habe ich hier aber einen kleinen Ruckler, aber es ist serverbedingt. Ach so. Wir sind wieder auf Marcells Server. Hi. Ja, so ist das. Aber Community Server ist immer noch bei G-Portal. Ja, hi. Ist so. Hi. So, ich habe knapp 300 schon wieder. Er ist guter Junge. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, ich habe die Werte bei den Bären irgendwie verkackt. Ich weiß aber nicht, welche Werte da anders sind als bei den... Ja, Harvest Amount. Ja, ist egal. Ich finde das gut so, dann brauchen wir nicht hier ewig lange scheiß Bären. Weil du so viel Dings oder wie? Sind wir jetzt ziemlich ja durch. Naja. Ich glaub, da sind die Leute. Was wollte ich? Ah ja, Bogen reparieren. Bogen reparieren! Oh oh, was? Oh, Chompy, Alter, verpiss dich, Junge. Ja, bei mir genau im gleichen Moment, Dilo. Hau ab! Der knallt dann sofort in den Kopf rein. Kopfknaller. Jo, dahin läuft jetzt der Adler und der T-Rex ist weg. Ich glaube, es ist entschieden. Der T-Rex läuft... Also, da ist nur ein Adler und ich sehe keinen T-Rex. Okay. Aber wo spuckt der denn hin, Alter? Den Zuschauer ins Gesicht. Junge, rein damit. Gott, was ist das denn? Also nicht unseren Zuschauer, sondern... Was ist denn mit ihm? Es geht auch drauf. So. Gesicht, ey. Er ist langsam, aber... Obwohl, ich kann auch... Einige der Bären mal wegschmeißen. Nice, dass er gegen Adler verkackt, aber gegen Bronto nicht, ey. Loser. Loser! Nehmen. Wo ist das Ding da? Oh, ich komme back. 400 sollten reichen. Kommen wir eh nie wieder verbraucht, glaube ich. Haben wir noch Fleisch?
Oh Mann, Albino T-Rex, ey. Das wäre voll die Story gewesen, weißt du? Meinst du, der verkackt jetzt gegen den Adler oder was? Nein, der lebt da hinten, lol, lol, lol. Nein, der lebt da hinten. Never mind, er lebt noch. So, ja. Wie laufen die Vorbereitungen? Also, kommt auch an, wie du Fleisch hast. Bei mir läuft gut. Ja, ich hab halt, ne? Es ist in der Mache. Es ist in mir. Hier kann ich nochmal. Hier. So, hier, komm, rein damit. So. So, wir brauchen bald einen größeren Mörtel, weil ich zu viele Bären hab. Ja, ist doch schön. Mörser, Mörser. Notfalls tust du das Ding in die Dinos. Da rein! So, ich kann noch ein bisschen Fleisch holen. Hier, Parasaurus, immer wie ein Willkommensgeschenk. Nice. Hm. Schön. Komm, ich knall dich, Junge. Oh, manchmal. Dann reite ich dich. Und dann wird geritten. Hier der junge Hengst. So, der ist ja fast durch hier, nur der ist fast. Kassierst du. Oh, so, 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 so. Ich glaub, der braucht noch ein bisschen Narkotik. Jetzt stirbt er, du. Glitsche nicht rum, du feige Sau. Glitschi! So glitschig, der Junge, ne? Ich glaube, ich muss mir gleich mal ein bisschen Klopapier in die Nase schieben und schnufen. Warum hast du Nasenbluten? Die Nase nur zu. Nee, ich hab die Nase. Kein die Nase, Nasenbluten. Wieder mal zu. Immer zu. Ist die Nase zu. Bist du krank? Nee, ich hab die Nase immer zu. Kennst mich doch. Ich bin der Nasenzumann. Nasenzumann, Mann. Der Nasenzu. Der Nasenzumann. So. Ja. Gut, wie sehen unsere Dinos aus hier? Also der ist hier fast fertig. Wobei erst zähmen, dann bauen, Leute. Das ist ja die Devise. Die Devise ist 3. 1. Risiko. 3-1. Risiko. Ja, man, Darkwing Duck. Genau die Nummer weg, wo der Reim drauf ist. Darkwing Duck. 3-1. Risiko. Warte mal, so der Adler kommt. Oh, oh. Was? Oh, der swaggt nur rum, glaube ich. Ich habe Stelle Nummer 48 Narkotik jetzt her. Mach mal, oh oh, der Ad, oh oh, der der Adler kommt auf unseren Track zu. Kavallerie, 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 Kavallerie. Hey, kommst du rüber, kriegst du Schelle am K? Am K, Spanner, ruf du Arsch! Ich sag Tanzverbot Bescheid, Jung! Ja, Knatz in der Gar, hau nur ab, Dorfe! Ja, oh Gott, Moment, der kommt, oh fuck, der kommt! Fick dich! Mach ihn fertig, Junge! Knall den! Ich ramm den was ins Gesicht hier, Junge! Bist du sicher? Ja, ran da. 35 kriegen wir hin. Haben wir nicht schon mal einen Adler gekillt? Adler nicht zu unterschätzen, mein Junge. Wir sind ja noch mit Leder am Start. Egal, machen wir fertig den Jungen. Du killst nicht unseren zukünftigen T-Rex. Balla, Digga! Ausdauer, du musst übernehmen. Bleib weg hier! Ballhalla! Ja, dodge einfach nur, dodge nur hinter ihm. So, ich hab wieder Ausdauer, jetzt geht's weiter. Zweite Runde, du ficke du hast mich abgeschlitzt gerade. Oh, der Bug ist kein Problem. Da Ficker. Ich knall dich, deine Geburt war scheiße. Okay, ich hab halbes Leben nur. Ja Mann, da ist er down, da guckst du blöd, wa? Fickgeburt! Fickgeburt! Du kamst aus dem Arsch! Raus da! Alter, eine Scheiße. Ich jetzt mal Bären hier. Ich auch. Rein damit, Junge. Lecker, lecker. Oh, nicht kack. Nice. Ah, so, er hier ist auch Level up. Schön. Kann man ein bisschen schön, Level up! Level up! Nicht zählt ihn. Das no war's. Level. Für heute, meine lieben Kinder. Na gut, ich würde auch mal einfach jetzt mal sagen, wir warten dann auch noch mal eben, bis die Ficke hier fertig gezähmt ist, damit wir jetzt hier nicht noch mal 8 Stunden warten, weil die sind ja fast fertig, oder? Okay, ja. Ja die sind ja 3/4 oder so, ne? Ja, fehlt noch ein bisschen. Gut, bis morgen dann. Tschüssi. Ihr Süßen. Ne? Lecken. Immer rein.